Wer hat alles Lust auf eine schöne Runde billige Bahnbashing-Witze, na? Ja, wirklich? Die blöden Witze schreiben sich quasi von selber. Hier, Bahnchef Lutz hat einen Brandbrief zum Zustand der Bahn geschrieben. Der kam aber 3 Tage zu spät an, weil er mit einem ICE verschickt wurde. Ah, wunderbar. Oder hier, einen habe ich noch. Fragt der Schaffner die junge Mutter, haben Sie denn auch ein Ticket für Ihr Kind? Nee, sagt die Mutter, als ich in den Zug gestiegen bin, war ich ja noch schwanger. Ah, Prinzip ist klar geworden, ne? Es ist zu billig. Ja, es ist zu billig. Und der Bahnchef, Herr Lutz, will ja jetzt, sagt er, das Ruder rumreißen. Das, fürchte ich, wird aber nicht einfach. Denn das mit den Verspätungen ist im ersten Halbjahr 2018 sogar noch schlimmer geworden. Nur noch 77% aller Züge im Fernverkehr kamen ungefähr zum geplanten Zeitpunkt an. 80% war mal das Ziel. Mittlerweile gibt es an allen deutschen Bahnhöfen so Konfettikanonen, wenn ein ICE mal pünktlich kommt. Ne? Ne? Es liegt natürlich auch an bis zu 800 Baustellen täglich und daran, dass die Bahn immer noch auf Verschleiß fährt. Die Infrastruktur verrottet schneller, als sie repariert werden kann. Unsere GroKo möchte, dass im Jahr 2030 doppelt so viele Menschen Zug fahren wie heute, will dafür aber auf keinen Fall mehr Geld ausgeben. Es geht irgendwie nicht zusammen. Trotzdem motzt der Kunde natürlich nur über die Bahn. Scheißverein hier, Mensch. Ich fahre relativ selten Bahn, aber ich habe es noch nicht erlebt in den letzten Jahren, dass er einmal pünktlich gewesen ist. Preise wie ein Puff. Preise wie ein Puff. Gut, das hängt jetzt aber ganz stark davon ab, in welchen Puff man geht. Ne? Also meinem Puff zum Beispiel ist ja auch egal. Tatsache ist, 2017 sind 140.000 Züge komplett ausgefallen. Ja, 140.000. Ja, das heißt, die Bahn muss tatsächlich besser werden, was aber nicht leicht ist, wenn man rund 20 Milliarden Euro Schulden hat. Trotzdem sollten wir irgendwie auch froh sein, dass Deutschland noch so ein tolles Schienennetz hat. Und jede Menge bekennende Bahnfans, wie Olaf Schubert. Hier noch frei? Nicht frei. Olaf Schubert. Olaf, jetzt fährst du ja wirklich sehr viel Bahn. Was ist dein Fazit als Bahnkunde? Ich fahre sehr viel Bahn. Ja, ich muss ja auch irgendwie zum Flughafen hinkommen. Und insgesamt, es wird viel geschimpft, aber Bahnfahren ist ein Luxus. Die Bahn, es sagt ja auch, es ist deine Zeit. Und durch diese ganzen Verspätungen hat man im Endeffekt mehr Zeit als einem lieb ist, aber es ist ein prima Service. Ja. Was können die denn machen gegen die Verspätung? Eher losfahren. Albanische Studien beweisen es. Also, ne, also physikalisch gesehen ist ja Entfernung ist Weg durch Zeit mal Tempo plus technische Störung. Ja, und natürlich fordere ich auch vom Kunden ein bisschen mehr Elastizität. Ich meine, muss man jetzt wirklich immer Punkt 17.45 Uhr in Gütersloh ankommen? Ich meine, in Gütersloh reicht es ja auch, wenn man gar nicht ankommt. So, ne? Ja. Also, ja, es fahren Züge zwischen Gera und Gütersloh. Da frage ich mich mal rum. Es wäre effizienter, wenn man eine von beiden Städten schließt. Ne? Aber bei der Reiseplanung nicht mehr ganz so pünktlichkeitsfanatisch. Da geht es nicht um Minute, genau hier, dort. Ich meine, dass man eben ein bisschen Puffer einplant, dass man eben sagt, also nicht, ich muss jetzt hier 17.13 Uhr in Hamburg, sondern eher, sagen wir mal, Ende der Woche irgendwo im Norden. Ja. Also weniger Leistungsdruck, mehr so eine Waldorfbahn im Grunde. Ja, ne? Richtig. Jetzt ist es ja Irrsinn, dass immer mehr Flix, Busse und auch Riesenlaster die ohnehin vollen Straßen verstopfen. Was muss passieren, um die Schiene wieder attraktiver zu machen? Service. Service. Ne? Ich meine zum Beispiel, ich finde es gut, dass ältere Verkehrsteilnehmer werden ja jetzt von der Bahn per Taxi zum Bahnhof gebracht. Aber da frage ich mich, warum der Umweg Bahnhof und nicht direkt zum Zielort? Also ich finde, die Bahn muss die Schiene überwinden. Naja, so wie die Proletarier ihre Ketten abgeworfen haben, ja, vor 200 Jahren, so muss die Bahn die Schiene von sich werfen. Ich meine, die Schiene wurde vor 200 Jahren erfunden, ne, damit die Lokführer nicht verfahren. Heute gibt's Navi. So. Also die Bahn gehört für mich in die Luft im 21. Jahrhundert. Ne? Bei der Achterbahn geht's ja auch. So. Und zuzüglich, ja, muss der Service insgesamt irgendwie verbessert werden. Da gibt es doch so viele Ideen, was weiß ich, dass am Wochenende die Fußballfans eben auch mal in der ersten Klasse randalieren dürfen. So.
Oder dass man die Nichtraucherabteile wieder einführt, für welche die unbedingt Eier und Bulette essen müssen. Was weiß ich. Und natürlich Marketing. Also, dass man die eigenen Probleme ein bisschen offensiv positiver darstellt. Ne, die Slogans liegen ja alle schon rum. Was war hier? Der Tag geht. Die Bahn kommt. Vielleicht. Ne, was weiß ich. Wenn es mal wieder länger dauert. Deutsche Bahn, der Weg ist das Ziel. Also irgend sowas. Ja. Unpünktlich, aber teuer. Schlechtes muss nicht billig sein. Ich meine, also, wo fahren wir denn hier eigentlich hin? Unser nächster Halt, Chemnitz. Bitte nicht aussteigen. Next stop Chemnitz. Please don't leave the train. Ach du Scheiße. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank.